Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 Multiplayer. Ich habe eben schon zwei Folgen hier aufgenommen. Auf Sieber Tower, Conquest. Ich hatte mal ein bisschen Bock auf Fratzengeballer. Heute kommen ein paar Waffen zum Einsatz, die ihr euch gewünscht habt. Wie gesagt, ich habe eben schon mit welchen gespielt, die ihr euch eigentlich gewünscht hattet. Aber da hat das Mikro rumgespackt bei der Aufnahme. Das war ein bisschen gay. Deswegen kommt jetzt noch eine Runde. Und ja, ich hoffe, dass diesmal das mit dem Mikro gut, gut funktioniert. Bei dem anderen hatte ich die ganze Zeit nur ein Piepsen, weil es nicht funktioniert hat. Alter, und dann kam einer von hinten, oder was? So, ja, manchmal gibt es so Tage, da habe ich einfach Bock auf solche Geschichten hier. Und ja, deswegen spiele ich das jetzt mal. Wie gesagt, es kommen ein paar Wachen zum... Alter, Leute, mein Gott! Mein Gott, ey, stehen die da einfach dumm rum. Wir stellen uns einfach die Treppe und das war's, mehr machen wir nicht. Ja, und da ist die Runde auch schon vorbei. die nächste Runde nehme ich natürlich noch direkt mit auf. Dann hat man auch bessere Anfangschancen und sowas. Wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen was Seichtes spielen, ein bisschen was Einfaches und ja, einfach ein bisschen rumkillen. Ich werde heute ausprobieren die AK, die UMP45, die MP7, die auch ein paar Leute gesagt haben, dass ich wieder mitnehmen soll. Die L85 habe ich gefunden, die werde ich auch benutzen. Und ja, mal gucken, vielleicht auch noch ein, zwei Schrotflinten. Mal schauen, ich wechsle zwischendurch auf jeden Fall mal die Waffen. Und schau mal, was ich damit so reißen kann. Als erstes werde ich jetzt mit der AEK spielen. Und ja, wie gesagt, Leute, Wünsche könnt ihr gern äußern. Das Ding ist nur, wie gesagt, ich kann nicht alle auf einmal erfüllen. Ich kann nicht jeden Wunsch immer erfüllen. Und deswegen seid nachsichtig und sagt dann nicht, ja, du hast das nicht gemacht und so. Weil manchmal muss ich auch einfach mit den Waffen spielen, wo ich Bock drauf habe. Und das sind manchmal nicht die, genau die, die gerade gewünscht werden. So, ich spiele mit der AEK. Und, ja, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich hoffe jetzt, diese, wie gesagt, diese Runde mit dem Mikro geht in Ordnung. Wenn nicht, habe ich wieder gefailt. Und es klappt immer noch nicht. Das will ich jetzt einfach mal nicht hoffen. Die Runden eben waren ziemlich awesome. Ich habe hier noch, also das Videomaterial habe ich auch noch. Die waren ziemlich gut, die Runden. Einmal hatte ich, glaube ich, eine 120er Killrate. 127er, glaube ich, sogar. Also war recht gut. Ja. Jetzt habe ich hier auch ein paar Medics in der Mannschaft, die mich die ganze Zeit auf jeden Fall retzen werden wahrscheinlich. Jetzt ist die Runde auch nicht so ganz so voll, das ist auch ganz gut. Oh Mann, ja, den hätte ich auch sehr... Strip! Ja, viele werden sich auch fragen, wo sind die GTA Vice City oder San Andreas Folgen? Vice City wird nicht mehr weitergeführt, das habe ich ja schon angekündigt wegen den ganzen Aufnahmeproblemen. San Andreas habe ich probiert aufzunehmen, jetzt, wie gesagt, es lässt sich aufnehmen, aber ständig mit Problemen verbunden. Das heißt, das Problem daran ist eigentlich, dass die, Steuerung zwischendurch abbricht, dass die, dass der Sound ständig lauter und leiser wird. Ganz, ganz komisch. Ganz komischer Bug. Und aufgrund dieser Bugs habe ich gesagt, werde ich wahrscheinlich eher mal mit anderen Waffen, werde ich ein anderes Let's Play starten. Ihr habt euch ja, wie gesagt, für San Andreas entschieden und so. Kann ich auch verstehen, ist ja auch ein geiles Spiel. Allerdings komme ich damit halt nicht so gut klar. Irgendwie muckt das bei mir total rum. Und ich habe keinen Bock, alles immer dann zwei-, dreimal zu rendern, weil das irgendwie nicht funktioniert hat mit dem Sound oder sonst irgendwas. Und deswegen gibt es ein anderes Let's Play. Ich hoffe, das wird euch auch gefallen. Ist auch ein Open-World-Game. Ist letztes Jahr rausgekommen. Und ich war halt ganz gespannt auf das Spiel, aber ich habe letztes Jahr so viele andere Spiele gehabt. Assassin's Creed 3, USW, was ich alles spielen wollte und so. Und deswegen ist das zu spät zu kurz gekommen, wovon ich die ganze Zeit schon rede, ist Sleeping Dogs. Wird den meisten von euch ja sicherlich ein Begriff sein. Ja,
Das werde ich versuchen zu Let's Playen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, schreibt es doch einfach mal rein. Dann weiß ich genau, ob ihr da richtig Bock drauf habt oder nicht. Das Spiel ist ein bisschen... lol. Ein bisschen lol wahrscheinlich auch, aber... Das Spiel ist ein bisschen anders als... ist kein richtiger GTA-Klon, kann man jetzt so nicht nennen. Sondern das ist, ja, ist zwar eine Art GTA-Spiel, also bei Open World natürlich, Waffen und sowas. Quatsch, war ganz normal mit rumballern und sonst irgendwas. Was es allerdings zusätzlich noch hat, ist ein Kampfsystem, ein Nahkampfsystem. Also es gibt so richtig Martial-Arts-Kämpfe. Und das ist ziemlich nice. Also das ist eine richtig, richtig geile Sache. Man kann das Kampfsystem so ein bisschen vergleichen mit, wird euch sicherlich auch ein Begriff sein, Arkham City. Also ich glaube, Arkham City ist ein ganz guter Vergleich, ja. Das ist quasi ein Kombosystem, ein Kontersystem ist dabei. Ist quasi, vieles von anderen Spielen so ein bisschen übernommen, glaube ich einfach. Aber halt trotzdem, aufgrund dessen halt auch irgendwie interessant, weil das gibt es ja nicht so häufig in Open World Games, so ein ausgefeiltes Kampfsystem, sondern ist ja meistens eher ballern und rumfahren angesagt. Gibt viele Stunts wohl da und so. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, sagt mal Bescheid. Bei Open World Games ist ja auch mal ganz geil. Das, selbst wenn ihr das schon mal gesehen habt oder schon mal selbst gespielt habt, es gibt immer wieder andere Wege, Missionen zu lösen meistens oder überhaupt zu einer Mission hinzukommen. Und von daher, ja, auch immer spannend. So, der wird sofort zerstört. Und sofort geht's wieder zu C, weil da sind die gerade die Omungen am Einnehmen. Na, steh auf. Yes. Haben wir auch geschafft. Jetzt sehe ich hier gerade keinen mehr. Ah, sind wir bei C. Oh, beide gestorben, ey. Beide gestorben. Und da vorne lieg ich. Ja, aber ich spawn mal trotzdem bei dir. Boah, da stand einer im Pool, den habe ich gar nicht gesehen. Sitzt da noch einer hinten in der Ecke? Nee. So, momentan sieht es noch gut aus, was die Punkte angeht. Das kann sich hier immer relativ schnell ändern. Momentan bin ich auch ein bisschen Noobie am Zielen, hier mit, ohne Visier und so. Und da war noch ein zweiter. Ja. Ja, wie gesagt, sagt mal Bescheid, ob ihr Bock drauf habt. Ich hätte Bock drauf und würde das eigentlich. Ich finde, das ist ein ganz guter Ersatz zu San Andreas und Co. und so. Wie gesagt, ich liebe Open World Spiele, aber wenn das mit dem Aufnehmen nicht so gut klappt, dann habe ich da irgendwie wenig Bock drauf. Das ist immer kompliziert. Ah, einen habe ich nur mitgenommen. Ja. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ah ja, ein paar haben mich gefragt. Basti, was ist eigentlich dein Beruf? Oder arbeitest du nebenbei? Oder machst du YouTube nebenbei? Oder als Hauptberuf? Also gut, wenn man das als Beruf bezeichnen kann. Aber dazu kann ich sagen, der hat mich einfach liegen lassen. Nee, aber dazu kann ich sagen, ich mache das nebenbei. Also ich bin hauptberuflich Designer. Ich arbeite in einer Werbeagentur und ja, bin für Homepages und für Flyer, Plakate und sowas zuständig. Mich fragen halt dann, also mich jetzt kommt bitte auch nicht alle an, fragt halt, ja, kannst du uns mal das und das designen? Dafür habe ich sicherlich nicht so viel Zeit. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, das wollten ein paar wissen. Dann, ja. Ich denke mal, das waren da die Hauptfrage aus den letzten Tagen, die ich mir so gemerkt habe. Waren sicherlich noch ein paar mehr, aber ich kann mich da einfach gerade nicht dran erinnern.
Oh, da kommt eine Granate hin. Ah, oh, schade. Da waren ein paar viele. Ah, ein bisschen, war ein bisschen kleiner Abschauber. Der hier auch. So, B gehört nicht uns. Das heißt, die kommen von da. Oh, und da drüben saß einer. Ja. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ja, warum spiele ich alleine? Weil die anderen heute schlicht und einfach keine Zeit hatten. Ich hatte aber ein bisschen Bock rumzuballern und einfach mal ein bisschen, ja. Boah, da ist eine Claymore gerade hinter mir hochgegangen. Ach, scheiße. Scheiße, schade. Ja, und die anderen sind halt nicht dabei. Aber, ja, das, wie gesagt, das braucht ja nicht zu fragen, kommen die nochmal dabei oder spielst du jetzt immer alleine? Ich spiele natürlich lieber mit anderen zusammen als alleine. Aber ja, die hatten halt keine Zeit und wenn die wieder Zeit haben, spiele ich auch wieder mit denen. Ja, so viel dazu. Bald gibt's im mit dem Hintergrund Battlefield 3 gibt's bald noch ein neues Format, also ein neues YouTube-Format. Ist jetzt nicht irgendwie ein langes oder sonst irgendwas, jetzt nicht. Ich spiele mit irgendwelchen anderen Leuten unbedingt oder sowas. Sondern eher eine spezielle Variante, nicht von Battlefield, aber von, ja, ein kleineres Format. Es wird 3 Minuten oder sowas lang. Ihr werdet schon sehen. Und ich denke mal, das wird euch gefallen. Müsst ihr einfach mal schauen. Ja, es wird irgendwann wird es kommen. Hiermit habe ich schon mal eine kleine Ankündigung gestartet. Es kommt aber noch eine größere, wenn ich dann in Facebook das oder so poste. Muss mal schauen. Ja, das waren die Informationen, die ich verteilt habe. Jetzt gibt es wieder ein paar auf die Fresse, habe ich gehört hier. Da ist einer gestanden. Steht da bestimmt noch einer drüber, oder? Nicht? Verwundert, verwunderlich. Hier ist auch keiner. Legen wir es noch ein bisschen hin. Sehr gut. Jetzt gehören uns wieder alle. Nochmal wieder auf die Beine. Da ist keiner. Oh, da habe ich noch ein oder zwei mitgenommen. Da ist einer auch fleißig am Wiederbeleben gewesen. Oh, wow, wow. Hier stehen wir nicht so gut. Falls jetzt einer hochkommen will. Lieber präventiv. Schmeißen wir da auch nochmal eine hin. Ja, die Runde hat richtig viele Tickets. Das heißt, kann sein, dass sie was länger dauert. Aber ihr habt ja schon gesagt, oder ich hatte ja schon mal gefragt, ob euch das zu lang ist. Und euch ist das eindeutig nicht zu lang. Ja, finde ich gut. Weil, wie gesagt, schneiden würde ich es ungern wollen. Finde ich einfach bei Battles irgendwie, weiß ich nicht. Ein bisschen unnötig. Da war er doch. Oh, das wirkte fast ein bisschen Warhack-mäßig. Lass mich da durch. Oh, habe ich noch 2 Headshots verteilt, glaube ich, mit der Rex. Ich habe auch, genau, was ich auch noch gehört habe, dass ich ja diese Veteranenstatus kriegen kann, indem ich da Battlefield Online und sowas machen kann und so. Das werde ich tatsächlich auch noch machen. Ja, weil das ist eine gute Idee. Dann kriegt man nämlich, glaube ich, 3 Handguns oder sowas dazu. Dass ich das vorher noch nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht warum, ehrlich gesagt. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht. So, mit der Rex ein paar Headies verteilt. Mir ist klar, ich habe Granaten. Ah, aber nee, ich habe gar keine mehr. Einfach mal ein bisschen draufhalten in den Rauch.
Wird schon was treffen. Okay, um den wollte ich mich eigentlich jetzt kümmern. Mal hier gucken. Hier ist auch keiner. Ja, wie gesagt, Leute, es kommen auch wieder große Maps. Und ich bin echt froh, dass ihr die Battlefield-Videos so gut aufnehmt, dass ihr Bock drauf habt. Die laufen, also da, die scheinen euch echt, oder zumindest gucken einfach viele zu und so. Das finde ich voll cool. Weil, wie gesagt, macht ja auch meistens Spaß, die aufzunehmen. Ah, da hatte ich zu wenig weg und ich wollte, ja, hätte ich den eigentlich noch mit erschießen müssen. Hat nicht geklappt. Da ist schon alles wieder. Alter, von links, ey. Oh, aber zwei habe ich noch mitgenommen, ey. Das wollte ich, was wollte ich, das wollte ich. Ja, ich hoffe, es ist wie gesagt nicht so schlimm. Dass ich auch mal alleine spiele oder so. Wie gesagt, die Pizza-Leute haben halt auch nicht immer Zeit, ne? Also mit denen, mit Chris und so, zwischen euch immer mit anderen Leuten, da braucht ihr auch nicht zu fragen, spielen die mal wieder mit. Wie gesagt, wenn die können, wenn die Zeit haben, wenn die Bock haben auch, spielen die halt mit, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten müsste halt, der Max spielt halt auf jeden Fall öfter mit, der Homer sowieso. Der hat nur momentan halt auch viel Schulkram und sowas zu tun. Und ja, das geht natürlich vor, finde ich halt natürlich auch. Bildung und halt auch, ja, einen gewissen Grad an Fleiß in sowas reinzustecken, halte ich schon für richtig. Ne? So viel dazu. Oh, jetzt juckt es mich an der Nase. Oh, bisschen erschrocken. Aber wiederbelebt worden. Nice one. Viele haben auch nachgefragt, ob ich mal Squad Deathmatch spiele und so. Ja, das spiele ich auch mal. Wird auch demnächst mal kommen. Das ist eigentlich auch ein ziemlich spannender Modus, muss man sagen. Alter, da schießt er mit der Smaw. Kann aber wohl nicht die Lösung sein hier. Hockt hier auch noch einer rum? Ne. Hier hockt keiner mehr rum. Okay, hab ich nicht. Ah, ich wollte noch ausweichen, weil ich am Nachladen war. Hat nicht gereicht, hat nicht sein sollen. So, ich spawn mal wieder zufällig. Weil gerade hier, wenn du bei deinen Kumpanen, die gerade am Sterben sind, spawnst. Ja, der wird durch Granate sterben. So, ja, die AK ist ja gut. Genau, ich muss mal dran denken, die Waffen zu wechseln. Das mache ich jetzt sofort. Yes! Oh, oh fuck, da stand noch einer. Alles klar, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ah, fleißige Medics hier dabei. Sehr, sehr gut. So mag ich das. Ja, das ist ja, also die Close Quarters Maps, muss man einfach so sagen, sind die absoluten Assault Maps. Ah, da dachte ich, ich kriege den direkt. Aber da stand mir abgewendet auch noch einer. So, ich nehme jetzt mal eine andere. Jetzt nehme ich die MP7. Und versuche damit mal ein bisschen mein Glück. So, hier werden ja sicherlich gleich welche sein. Ne, hier ist keiner. Dachte ich jetzt irgendwie. So. Das meine ich ist geil an der MP7, dass die so viel Schuss im Magazin hat. Weil wie gesagt, das kann auch mal scheiße kommen. Da kommt er wieder raus, das war klar. Der guckt nochmal. Das war klar, dass er nochmal gucken kommt. So, dann werde ich gleich nochmal ein paar Schrotflinten zeigen. Und die L85, mit der soll ich auch mal spielen. Das mache ich auch gleich mal.
Das heißt, jede Waffe kriegt eine kleine Runde. Die MP7 zeige ich jetzt gerade. Auch wenn, ich sag mal so, Leute, die Aufsätze und sowas, das müsst ihr schon mir überlassen. Also ich habe so meinen Aufsatz, mit dem ich gern spiele. Auf weiten Maps ist der manchmal unsinnig. Nichtsdestotrotz versuche ich halt trotzdem mit meinen Aufsätzen, mit denen ich am besten spielen kann, zu spielen. Ja, weil man einfach die besten Chancen damit hat, ne? Das ist ja klar. Also wenn man selbst damit gut umgehen kann. Jetzt nehme ich die L85, Leute. Ich habe sie gefunden. Und ja, dann lass uns mal damit ein paar Kills verteilen. Alter. Okay, da war ich ein bisschen zu langsam. Dann wurde ich wiederbelebt. Und dann bin ich wieder tot. Werde ich nochmal wiederbelebt? Ich werde nochmal wiederbelebt. So. Erster Kill damit. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was. Alter, ah, da steht. Ja. Sich auf Toilette verschanzen und dann da rumballern, ey. Naja. Müsst ihr selber wissen. So, wir nehmen natürlich direkt hier mal ein. Naja, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Da wollte mich jemand mit der Armbrust platt machen. So nicht, Freunde. Ah! Da konnte ich mich nicht entscheiden. Rechts oder links? Kommt einer durch? Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, von rechts, okay. Wo spawn ich denn? Alle sind noch am Leben. Ja, so eine Fragger-Runde muss auch mal sein. Tut auch mal ganz gut. Mal einfach nur ein bisschen wie Deathmatch hier rumzulaufen und so, der L85 bin ich jetzt auch gleich mal durch. Dann nehme ich die UMP. Aber mit der AEK, der AEK habe ich bis jetzt am besten geschossen, muss ich sagen. Vielleicht gehe ich auch gleich nochmal auf die zurück. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall mal Zeit für eine andere Waffe. So, wir nehmen einfach mal die UMP. Wo ist sie? UMP, da. So, C wird eingenommen. Quatsch, A wird eingenommen, meine ich natürlich. Einmal. Zweimal. Aber eine Granate. Jo, die OMP zieht richtig schön durch. Einfach einen geilen Durchschlag, die Waffe, muss man einfach mal sagen. Okay, aber der eine war zu viel, der eine war zu viel. Yes, und wieder am Leben. Mathe, ich wollte dich eigentlich auch wieder beleben. Hat der dann irgendwie schon. Von wo? Wiederbelebt. Kommt noch jemand zurück? Irgendwie nicht. Okay, jetzt gehört B schon längst wieder uns. Jetzt wieder ab zu C. Objective.
Also. Nimm die Granate, nimm die Granate. Hast du wie keiner? Bisschen seltsam. Da kommt einer runter. Da ist eine Claymore. Oh, what? Okay. Von wo wurde ich denn da gekillt, ey, hammerhart. Wiederbelebt worden. Das gefällt mir gut. Meiner, ich weiß, du wolltest messern. Oh, da standen sie alle nicht rechts in der Ecke. Das hätte ich jetzt erstmal vermutet, irgendwie da. Wo hängt der rum? Oh, der hängt hier rum. Oh, einen hätte ich doch fast noch bekommen, ey. Okay, jetzt nehmen wir noch eine andere Waffe. Jetzt nehmen wir die wirklich super beliebte und überhaupt nicht noobige. Oh, wow, oh, wow, oh, fuck, fuck! Zyger. Die M400 kann ich gleich nochmal probieren. M416. Der spiele ich auch noch recht gerne. Ich sag ja, mit der kann man einfach draufzimmern mit der Zyger und fertig ist, ey. Da ist Hopfen und Malz verloren dann mit den Leuten. Okay, das war's. Knapp. Boah, Alter. So, dann gehen wir von hier hinten dran. Alter, da wollte ich messern. Aber normalerweise, wenn die auf dem Boden liegen, ey, dann fickt er die doch mit dem Messer, oder nicht? Naja. Leider nein, leider gar nicht. Okay, für so einen Driss ist sie nicht gut, ey. Die ist nur gut, wenn man in Nahkampf geht. Und dann kannst du einfach 15 Leute hintereinander wegziehen. Ja, deswegen ist die auch nicht so beliebt, ne? Also, das wird halt immer als Noob-Waffe halt dargestellt. Im Prinzip ist, die Leute, die das sagen, haben auch recht, meines Erachtens. Ist schon sehr noobig, die Waffe, kann man schon so sagen. Oh, fuck, der hat... Ja, das war natürlich auch doof. Der hat natürlich auf mich gewartet. Ach, da war das Magazin leer. Schade. Okay, wir nehmen wieder... jetzt habe ich ein paar durchgegangen. Wie gesagt, es wird noch viele Runden geben, in denen ich mit allen möglichen Waffen... Spiele, Leute, also wie gesagt, ihr könnt gerne Waffenwünsche sagen, so, aber es wird eh mit allem gespielt. Es wird mit allen Waffen wird gespielt. Außer mit so vielen Sniperwaffen. Ich bin einfach kein Sniper-Typ und wenn ihr sagt, ja, Sniper doch mal eine Runde, dann habt ihr da aber einfach nicht so viel Spaß. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, war klar, dass da jemand hinten steht. So, schnell ein bisschen hier einnehmen wieder. Bitte noch einer. Ach, wieder, Alter, der steht. Was für ein Camper, ey. Ich setz mich da oben drauf. Super Typ, ey. Super Typ.
So, B und C müssen eingenommen werden. Oh, lol. Da habe ich kurz gedacht, der gehörte nicht zu uns. Na, schade, aber haben wir geschafft. So, mal schauen, was hier so geht. Hier geht gar nichts. Hängt nur einer wahrscheinlich rechts hinten irgendwo. Mehr ist hier auch nicht. Ah. Boah. Da war wieder der mit der MM zu seiner Dings da, 249 Mast oder so. Alter, geh weg! Du stehst natürlich wieder auf, ist klar. Und jetzt probieren wir nochmal A zu kriegen. Ah, den hinteren habe ich nicht mehr bekommen. Ah, da habe ich aber wieder einen bekommen. Weg da. Ja, sicher, Junge, sicher. Stell dich mir einfach in den Weg. Ich weiß noch nicht, ob das so eine sichere Idee ist. Ja, ich stehe da. Ja, das war mir klar. Na klar. Die warten hier nur drauf, dass man... Nein! Ja, der Typ wird mich nicht wiederbeleben. Schade, schade. Alter, dass man so schnell weg ist, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich nicht mehr bekommen. Mann! Alter, der hat alle hier platt gemacht, einfach nur. So. Na, B wird gerade angegriffen. Oh, der war schlecht gezielt, ey. Da oben läuft einer. Oh Mann. Von allen Seiten. So, jetzt wird wieder die AK genommen. Weil ich da einfach Bock drauf habe gerade wieder. Weil die wirklich cool ist. Also die gefällt mir richtig gut. Von der Geschwindigkeit her, vom Drall her, kann die echt einiges. Alter, willst du mich verarschen? Woher, wo kam der denn her, ey? Hammerhart. Woher jetzt? Woher jetzt? Ich hab's auch gerade schon gehört. Alter, lass mich da weg. Wieder der Typ mit dem L49-Dings da. Den kaufe ich mir. Der andere Typ, der die ganze Zeit rumläuft mit seinem M200. Da ist er. Naja. Ah, oh, da dachte ich, komme noch vorbei. Schade, leider nicht. Ab zu C. Lol. Wo wurde der denn jetzt erschossen? So, wiederbeleben, wiederbeleben. Alter, what the fuck, oder? Der mit seinem Slug, ey. Ich dachte, das würde auch so ein bisschen entschärft, aber irgendwie ist das immer noch ziemlich stark, wa?
wollte gerade sagen, der muss auf jeden Fall drauf gehen. Ja, da hinten steht wahrscheinlich ein Sniper. Nein, ey, da hinten in der Ecke. In dem kleinen Eckchen, da wollten sie wieder duschen, die zwei, weißt du, waren wieder die Dreckigen am Start. Ah, der Typ mit seinem M26 nervt. Ich meine, gut, der kann damit auch echt gut umgehen, aber man muss echt sagen, das ist eine Waffe. Boah, die nervt, ey. Das ist so dieses dumpfe Geräusch, das ist. Und schon bist du down. Oh fuck! Alter, ey, ohne Scheiß. Ist mir kackegal. Ich will das Dice. Bitte diese beschissene Waffenwechselanimation verkürzt. Das nervt einfach richtig krass. Ist mir auch egal, ob das realistisch ist oder nicht. Das dauert mir zu lang. Boah, die IK ist richtig geil, Freunde. Da habt ihr mir was gesagt. Alter, von wo? Oh Mann, da konnte ich mich wieder nicht entscheiden. Da waren wieder zu viele dabei. Ja, sicher. Na, weil jetzt hier sind sie wieder. Das war mein Revive. Alter, nicht in der Tür quetschen hier. Da hängen sie wieder bei A rum. So nicht, mein Freund. So, diesmal gehe ich mal hier rum. Oh, ist schon fertig, oder was? Bullseye! Stand da hinterm Ofen und dachte, ach ja, da baller ich mal ein bisschen rum. Boah, da bin ich zum Glück weggesprungen. Ich weiß gar nicht, wer mich da von wo beschossen hat. Alle am Raufballern. Hammergeil. Kommen die Granaten wieder. Der ist down. Hätte ich wahrscheinlich wieder eine Granate reinschmeißen müssen. Noch eine hinterher. Aber naja, so geht's ja auch. So, die müssten ja eigentlich nur noch bei A sein jetzt. Oder auch da vorne. Extra mal nicht zu A geworfen. Weil die natürlich bei B sind, wo ich gerade weggegangen bin. Oh! Ja, das Spiel ist immer ein bisschen stressig, muss man sagen. Also man ist viel am Rumrennen, man ist viel am Machen, am Tun und so. Und das ist natürlich insgesamt mal eine hektische Sache. Ist so gar nicht richtig Battlefield-Gameplay, so wie man das so kennt, ne? Aber ich sag mal so, bei den ganzen Fahrzeugdingern, die man so kennt und sowas, ist das auch einfach mal eine ganz gute Abwechslung. Warum auch nicht? Also ein schnelles kleines Spielchen. Das ist ein Scherz. Alter. Ja, die P90 wurde sich auch gewünscht, das weiß ich. Habe ich noch Zeit, die zu zeigen? Ja, könnte ich nochmal probieren. Nicht da hochlaufen. Da muss ich auch noch nachladen. Ich muss hier weg. Oh, da dachte ich, ich habe beide sogar. So, die P90 wurde sich auch gewünscht. Nehme ich jetzt auch einfach nochmal. Habe ich eben ganz vernachlässigt bei dieser Auswahl an Waffen.
Um Waffen zu zeigen, ist der Modus einfach auch geil, wenn man halt hier wirklich viel am Rumballern ist. Ach, da sind sie wieder. Die zwei Dalton-Zwillinge da. Und ich habe immer noch den Ohrwurm von heute. Wie heißt es? Ich habe heute einen Link gepostet mit der Titelmusik von einer alten Serie, und zwar Turtles, Ninja Turtles, die viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Und davon gab es damals ein Spiel, das hieß Turtles in Time. Und das war ein ziemlich, also es war ein ziemlich cooler Spiel. Ich habe das mit Kumpels meistens gespielt. Das kann man zu zweit durchspielen komplett. Und ich und Chris, wir haben das letztens bei ihm zu Hause auch auf dem Super Nintendo nochmal durchgezockt. Und da ist uns aufgefallen, so lang wie wir dachten, dass das Spiel früher war, ist das Spiel gar nicht. Das ist sogar recht, also wir haben das insgesamt in einer Zeit, ich glaube von... Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine aber, wir haben es irgendwas in einer halben Stunde oder so, oder unter einer halben Stunde sogar noch durchbekommen. Und da waren wir doch recht überrascht, wie schnell das doch eigentlich gegangen ist. Und wie man als Kind eigentlich an solchen Einzelspielen, die man bekommen hat, sowas wie ein Super Nintendo-Spiel oder sowas, war damals einfach noch mega teuer. Und als Kind hat man da halt länger irgendwie von gehabt, weil man das länger einfach gespielt hat insgesamt. Und da ist uns halt aufgefallen, dass, dass wir früher halt länger für sowas gebraucht haben. Und ja, und davon habe ich heute den Soundtrack gepostet und habe ich immer noch voll den Ohrwurm, ey. Das ist so geil. So, mal nachladen. Nix da, Junge. Einfach hier rumballern. Ohne oder mit Visier, scheißegal. Ja, geht mal ein bisschen zur Seite. Damit ich von hinten erschossen werden kann. Also das war natürlich der Plan. What the fuck? Der ist wohl auch gerade am Nachladen gewesen. Da höre ich wieder die Schrotflinte von rechts. Oh, den habe ich noch mitgenommen. Einfach mal ins offene Feuer latschen. Ja, und Runde auf jeden Fall haushoch gewonnen, also mit 500 Tickets fast sogar im Vorteil. Das ist schon ziemlich heftig. Das ist schon ziemlich heftig insgesamt. Aber immer noch einen mitnehmen, ey. Ah, herrlich, ey. Ah, wieder an der Wand hängt da. Ich hänge mal eine Runde rum. Oh Mann, da habe ich am Kopf genau vorbeigezielt. Hat aber Schwein gehabt, ey. So. Ja, jetzt ist die Runde eigentlich auch schon gleich gewonnen. Ja, heute habe ich ziemlich viele Waffen gezeigt. Ziemlich viele Wünsche eingegangen. Natürlich konnte ich jetzt nicht alle Waffen so ewig lang spielen, sondern ich habe halt mit jeder mal ausprobiert. Ja. Das sind, wie gesagt, auch ganz gute Maps, um sich so ein bisschen einzuschießen. Diese Close Quarters Maps. Der glitscht hier ein bisschen rum oder leckt hier ein bisschen rum. Huch. Alles klar. Ja, haben wir ein paar Kills gemacht. War doch ganz cool. Und ja, die Runde ist damit auch vorbei. Ja, ich hoffe, dass es diesmal mit dem Mikro geklappt hat. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es mal eine etwas andere Runde als sonst so war. Ja, ich lasse noch die Ribbons durchlaufen, die beim Level der 100er sich zwar irgendwie nicht mehr auf das Ergebnis so richtig auswirken, aber ja, wir werden sehen. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder bei Battlefield 3 Multiplayer dabei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!